Es geht weiter mit unserem FIFA 12 Ultimate Team Duell, Let's Play, was auch immer. Und diesmal sogar mit Special Guest Teddy. Wollte gerade sagen. Auch wenn ich darf nicht gewinnen, ne? Wenn ich heute gewinne, wird mir irgendwie vorgeworfen, ich würde irgendwie, was weiß ich, gegen schwerkranke Siege feiern und mich drüber freuen. Ja, ich bin halb tot, aber natürlich bin ich jederzeit bereit, trotzdem mal zu spielen. Besonders, weil wir ja sonst nie Zeit finden. Das ist wahr. Also, am besten lade ich dich einfach mal direkt ein. Ja, mach das. Spiel gegen Freund einladen. Ich glaube, das ist Du musst dazu sagen, auf jeden Fall, das wird heute sehr lustig, weil meine Mannschaft hat sich dezent verschlechtert. Aufgrund des extrem großen Verletzungspechs im letzten Spiel, in dem sich tatsächlich 5 meiner Spieler verletzt haben. Och, das macht aber anscheinend nicht so viel aus. Ja, doch. Ach, da, ich bin da rechts. Ups. Mein Mittelfeld ist besser, ja. Juhu. Wir haben ja relativ lange nicht gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Ja, also nicht das Spielen, das Let's Play, meine ich. Ja, wir müssen noch reden und am besten über alles beschweren. Ach, komm, leck mich doch. Wenn ich das denn auf, möchte ich weinen. Was ist denn? Du hast nur noch 3 Silber in deinem Team? Ja, weil 4 verletzt sind. Das konnte ich mein Team gar nicht zeigen. Das Einzige, was sich verbessert hat, ist mein Torwart. Der ist jetzt 61 statt 60 oder 57. Na gut, er hättest ja wirklich eigentlich jeden reinstellen können. Ja, habe ich dann ja in den letzten Spielen auch gemacht. Das war so ein Verteidiger, ne? Ja, ja, so genau, so ein 71er ZTV. Das hat eigentlich auch relativ gut funktioniert. Hat zwar 3 Tore kassiert, aber naja. Dafür war er dann am Schluss vom Spiel auch verletzt. Also. Ich weiß echt nicht, was dieser andere Kerl da gemacht hat, aber weil ich habe die ganze Zeit gepfiffen bekommen und er hat die ganze Zeit die Freistöße bekommen, aber es waren meine Spieler, die am Schluss verletzt waren. Das war ein bisschen seltsam. Aber ich habe auch wegen einem Trikotzupfer 2 Meter vorm Strafraum in Elfmeter, also er hat 2, du rennst in die falsche Richtung. Ich muss mich gerade an die Steuerung gewöhnen, das ist jetzt wieder 3 Wochen her. Was glaubst du, was wird heute passieren hier im Stadt? Also ich glaube länger, oder? Haben wir im November aufgenommen? Nein. Ach du Scheiße. Ich meine, heute ist der 30. November. Er fängt sofort an zu pfeifen. Oh. Ja, also der ist bekannt dafür. Ja, wie geht dieses Let's Play? Uns rennen die Abonnenten weg, weil du nicht mehr dabei bist? Ja, Hering mag halt keiner. Such dir den eigenen. Es geht hier nur um den originalen LPTA, ne? Und so. Übrigens möchte ich mich im Voraus für alles Nasenhochziehen entschuldigen, aber ich habe ziemlich schlechte Manieren. Ach so, wie ich das aber mitbekommen habe, es klingt momentan ja zweite Deutsche so, also das wird keine stören. Ach komm schon, lass doch den Scheiß, ey. Ich bin ja jetzt schon demotiviert. Oh, der Verteidiger kann laufen. Ich habe keine Ahnung, wie mein Team aussieht. Ich habe eben voll vergessen, nochmal reinzugucken, ob ich das damals vor was auch immer 4 Wochen. Ah, oh, das war befreiend. Nicht sterben. Hast du ein neues Stadion? Das kommt so ewig weit weg vor. Ja, keine Ahnung. Aber immerhin ist mein Starspieler wieder drin. Gosling. Wer ist das? Der Kerl, der diese wunderschöne Ecke geschossen hat. Was? Was? Und der Smoke ist neu, den kenne ich nicht. Ich muss mir jetzt. Nach dem letzten Spiel musste ich 3 meiner verletzten und nicht mehr aktiven Vertragsspieler verkaufen, damit ich mir noch ein doppeltes Bronzenpäckchen kaufen konnte, damit ich wieder genug Spiele hatte, um ein Spiel spielen zu können. Ansonsten wäre das irgendwie zent blöd gelaufen. Das klingt schon irgendwie traurig. Ja, es war auch besonders, weil eigentlich hat es echt gut angefangen. Ich habe 2 Online-Spiele gemacht und gut, ich meine, ich habe beide verloren, aber das eine... Nein. Das erste war unentschieden und beim zweiten habe ich gewonnen. Danach, also da habe ich gewonnen, weil er nachdem ich das zweite Tor geschossen hat, rausgegangen ist. Ja, so kann es weitergehen. Was ich nett fand, weil ich hätte bestimmt verloren. Ich meine, wir kennen uns ja alle. Oh, was hat das gerade geleckt, ey. Ja. Ah, Ball. Hat aber... War aber ganz gut. Hat das dann eigentlich gezählt als Spiel oder nicht? Ja, hat als Sieg für mich gezählt. Oh, okay. Ich glaube, es kommt auch immer darauf an, wie lange gespielt wurde. Ja, manchmal, wenn Leute das Spiel verlassen, so ein paar Minuten gespielt wurde, kriegst du zwar die Münzen, aber... Das ist, wenn die Verbindung unterbrochen wird. Ach so, klar, und der ist einfach nur aufgegeben. Ja, einfach aufgegeben. Ah, na dann.
Ich habe keinen Bock mehr. Also, ja, mir hat's recht gemacht, aber. Naja, keine Ahnung, dann. Ja. Dann habe ich irgendwie weitergespielt und dann haben sich irgendwie Leute angefangen von mir zu verletzen und dann hatte ich plötzlich keine Spieler mehr, ne? Und dann habe ich halt dieses eine letzte Spiel gemacht und dann meinte ich nur so zum lieben Dritzer, du, ich habe ein Problem, ich habe gleich keine Mannschaft mehr. Ach komm! Hast du gesehen, mein Imba-Torwart, den ich jetzt habe? An dem kommst du nicht vorbei, vergiss es. Ja. Ich hab jetzt Angst. Ich bin gespannt, ob jetzt wieder Leute nach meinem Solo-Projekt fragen. Ich werde da ja irgendwie relativ häufig gefragt. Machst du denn so? Ja, es ist immer noch besser, als so manche andere Fragen auf deinen Frauen zu bringen. Ich weiß nicht, das macht mir Angst, das zu lesen. Also das Einzige, was mir wirklich Angst macht, ist, dass sich ungefähr 50% um Twilight dreht. Ein bisschen seltsam, meiner Meinung nach, weil ich meine, okay, ich habe Twilight jetzt nicht gesehen, aber ich habe eigentlich relativ deutlich gesagt, dass ich es nicht mag, auch wenn ich nichts drüber sagen kann. Aber naja, keine Ahnung. Wobei, letztens kam noch sogar ein Film im Fernsehen von dem, ich glaube, keine Ahnung, der hier teilt. Ich meine, es war der zweite oder so. Woher weißt du sowas? Weil ich rumgeschaltet habe und das da ja, war. Ja, ja. Ja, ja. Dann habe ich mir die interessante Inhaltsangabe durchgelesen. Was ein Wichser, ey. Willst du mal was Lustiges hören? Ja. Wir haben den Film jetzt ja letztens, also wir spielen den ja jetzt bei uns im Kino. Und ungefähr, naja, sagen wir mal 30%. Sind über 30, die sich diesen Film angucken. Ja, okay. Ich meine, das ist, also lass dir das mal im Kopf, durch den Kopf gehen, ja. Ich meine, das ist eigentlich schon erbärmlich genug. Ja. Und dann die kreischen, wenn sie Edward sehen. Es ist jetzt kein Witz, ne? Die kreischen, wenn sie Edward sehen. Und das finde ich immer so ein bisschen seltsam. Alter, jetzt ernsthaft. Wo sind der hingesprungen? Ja, keine Ahnung. Was ein Witzer, ey. Führt ihr da Statistiken, wie alt die Leute sind, oder? Nee, es fällt mir nur wieder auf, weil bei uns sind die Abendvorstellungen eigentlich immer recht voll. Und da gehen eigentlich nur Erwachsene rein, weil der Film ist ja auch ab 12. Oh, schon. Ja, das ist ziemlich blöd für die ganzen armen kleinen 11-jährigen Mädels, die sich gerne diesen Film angucken wollen und die ich immer rigoros rausprügle aus dem Kino. Echt, was machst du? Ja, es ist gegen das Gesetz. Ich krieg da richtig scheiße Ärger, wenn das Jugendamt kommt und das kontrolliert, ja. Und nachdem sich letztens schon jemand darüber beschwert hat, also von wegen, wir würden ja keine FSK-Kontrollen machen, ist mir das jetzt echt zu Joker, ey. Außerdem, keine Ahnung, ich mag das irgendwie so, kleine Twilight-Mädchen zu piesacken. Darfst du einen Film nicht? Ja, es ist halt so einfach so. Ich meine, der Gesetzgeber wird sich da schon Gedanken drum gemacht haben. Ja. Und dann kann ich da ja leider nichts dran ändern, ne? Und sehr zu deinem Leidwesen. Da hilft auch der Zettel von der Mama nichts, dass sie sich den Film angucken dürfen, weil in der FSK-Regelung steht in Begleitung eines Erwachsenen oder einer erziehungsberechtigten Person. Also es darf sogar nicht mal jeder Erwachsene, meine Güte. Nicht mal jeder Erwachsene sein, es muss also tatsächlich so eine erziehungsberechtigte bzw. personensorgeberechtigte Person sein. Also wird es auch nichts bringen, wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, da sind zwei Mädchen und die eine hat ihre Mutter dabei und... Ja genau, eigentlich müsste dann die Mutter des anderen Mädchens, der Mutter von dem ersten Mädchen, also die dabei ist, dann tatsächlich eine Bescheinigung ausstellen, dass sie für diese Zeit die Person... Ja, es ist halt deutsches Gesetz, ne, aber... Für Twilight. Aber nur wenn mir deine Mama auf einem College-Block-Zettel schreibt, hiermit bestätigt, dass meine Tochter bla 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 in das Kino gehen kann, ja, dann denke ich mir auch nur so, nee, fick dich, ey. Ich frag mich, was ich da gemacht habe. Ich wollte eigentlich passen. Im Endeffekt habe ich den Ball einfach ins Ausgeschickt. Ja, keine Ahnung. Es ist halt FIFA, ne? Ja. Wir müssen bald auf FIFA 13 umsteigen. Ja, wenn du ein Lotto gewinnst, kannst du mir gerne was abgeben. Gibt's kein Weihnachtsgeld für euch im Kino? Arsch, ey. Du bist doch so erfolgreich daran, arbeitest du. Momentan warte ich noch auf mein Gehalt. Das könnte mal ankommen. Nachdem wir jetzt den besten Monat der Geschichte hatten, so wie jedes andere Kino in Deutschland auch. Sehr lustig. Skyfall. Achso, ja. Genau. Oh, jetzt pfeifst du ab, die Pfeife, oder was? Na, ich hab doch den Ball. Ja, Marsch, ey. Ja, den Film muss ich noch sehen. Was ich bisher gelesen habe, soll der ziemlich der beste Bond-Film sein. Also, er hat eigentlich mit Bond-Filmen nichts mehr zu tun, aber... Also, ich meine, er sagt nicht ein einziges Mal, mein Name ist Bond, James Bond, also... Ja, das ist dann kein Bond-Film. Richtig. Aber, nee.
Richtig, aber der Film an sich ist schon eigentlich echt gut. Er ist kleine meiner Meinung nach... Statistik auch. Warum? Ich hab's mir jetzt nicht angeguckt. Mehr Passgenauigkeit, mehr Schüsse, mehr Ballbesitz. Ja. Nur Zweikämpfe bin ich besser. Ja, wie immer. Das ist auch kein Wunder bei den Spielern. Schiedsrichter pfeift die Partie an, die zweite Halbzeit läuft. Was hab ich denn eigentlich für Spieler, so farbenmäßig? Schwarz? Oder was meinst du? Ich hab der Karte. Super. Entschuldigung, der obligatorische schwarzen Witz. Ich will jetzt gerade braun statt Bronze sagen, ist auch toll. Bronze ist über Gold halt. Konntest du ja nicht sehen. Ich dachte gerade, der Torwart will wegrennen. Ich dachte gerade, der geht rein. Ja. Das darf nicht. Warum nicht? Naja, das ist mein Tor. Ja, Pech. Hallo Spieler, wollt ihr mal bitte auf meinen, auf den Spieler losgehen irgendwie? Spieler auf Spieler, Spieler. Ich hätte gerne einen spanischen Torwart gehabt, weil eigentlich habe ich eine komplett spanische Vater, also gehabt, bis sie sich alle verletzt haben. Wie viele spanische Ligen gibt es denn in dem Spiel? Zwei. Ist mir so aufgefallen. Und wo kommen dann die ganzen Totalversager-Spanier her? Aus der zweiten. Gut, ich habe mir nie so einen spanischen Fußball außerhalb der... das ist die Primera Division, oder? Das ist die erste. Und dann gibt es noch die Liga Adelante oder so. Adelante. Das ist die zweite. Also für die Versager. Genau. Steigen doch Teams auf danach in der Saison oder lassen das auch direkt sein? Nee, ich glaube, die lassen das direkt sein. Ich glaube, das sind einfach so wirklich zwei komplett... Da gibt es nur einen Wechsel, wenn ein Verein pleite geht oder so. Ich finde das krass, diese haben ja alle nur Scheißspieler. Durch die Bahn. Das soll mir recht sein. Kann ich wirklich wenigstens ein paar... Ach, come on. Also ganz ehrlich, wenn wir irgendwann wirklich nichts hinbekommen, unsere Jobs uns keinen Spaß mehr machen, lass uns doch Spanien ziehen. Und Fußballer werden oder was? Ja, also so viel schlechter können wir nicht sein. Ein bisschen mehr laufen, ein bisschen fitter und dann war's das. Ja, mit Sicherheit. Taktisches Schnitt, das haben wir jetzt durch unser Let's Play schon. Taktisches Let's Play. Zum Beispiel dieser unglaublich tolle Pass und diese, ja. Hast du diesen Kopfball gesehen, hä? Schön mit dem Kopf geklärt. So, lauf mal, ihr Wichser. Du hast das Gefühl, du bist dezent schneller als ich. Ja. Als mein armer linker Mittelfeldstürmer, der im linker Mittelfeldspieler, der im Sturm spielen muss, weil ich keine Stürmer mehr habe. Ich finde das voll traurig. Ich auch. Besonders, weil ich eigentlich drei Stück habe. Ach, du hast ja auch nur 9 Spiele gemacht diese Woche. Das müssen wir auch noch berücksichtigen. Ja, mit Sicherheit, ey. Wenn ich jetzt noch ein 10. gemacht hätte, hätte ich gar keine Spieler mehr. Ja, man hat's ja nicht. Obwohl, das stimmt nicht. Akinde wäre wieder da. Oh. Oder Hawley? Also einer von Akinde oder Hawley ist verletzt und mein zweiter Stürmer halt, ne? Nein! Den du anscheinend nicht brauchst. Ja, der ist eigentlich ganz gut, den hatte ich auch früher schon im Sturm. Den Castellanos. Der ist auch gar nicht so schlecht. Ich bin jetzt eigentlich wieder so ungefähr auf dem Status von vor zwei Sessions. Warst du da gut? Nee. Also es ging, also die Mannschaft war halt nicht so gut. Aber da war halt deine auch noch nicht so gut. Was aber wirklich nichts bringt gerade. Ich weiß nicht, liegt das jetzt daran, dass ich schlecht bin? Oder liegt das daran, ja, vermutlich, dass du nicht gespielt hast und dass ich so eine schlechte Mannschaft habe. Also ausgleichende Gerechtigkeit oder so. Und du bist auch noch krank. Ah, siehst du diesen lustigen Kerl hier unten in meiner Alter, willst du mich verarschen? Mein lustigen Verteidiger mit dem... Hast du das gerade gesehen, wie er da drüber gesprungen ist? Ja, das liegt an dem Dritten. Sah geil aus. Der da mit dem Pferdeschwanz und der Nummer 3 hinten drauf. Mhm. Der ist cool irgendwie. Ich weiß nicht, der heißt Mingo. Der muss cool sein, der heißt Mingo und hat einen Pferdeschwanz. Mingo. Ist er Spanier? Keine Ahnung. Was ich jetzt ja eigentlich mal erzählen wollte vor ungefähr irgendwann Beginn der letzten Halbzeit. Ja, erzähl doch mal. Wegen meinem Solo-Projekt. Ich habe ja letztens tatsächlich mal was aufgenommen. Also mal so ein Bildtest. Das sah auch ganz gut aus. Hast du mir das nicht sogar geschickt? Hab ich? Ich meine. Ich weiß nicht mehr, was es für ein Projekt war, aber ich dachte eigentlich. Oh Mann. Ich will jetzt ja auch nicht spoilern. Oh! Der Schiedsrichter zeigt an, aber es gibt Abstoß. Wann war das denn? Weiß nicht, vor 3 Wochen? Nee, dann nicht. Das habe ich erst diese Woche aufgenommen. Gut. Was könnte es nur werden? Tja, wenn ich mal irgendwann Zeit hätte oder so.
oder mal nicht krank wäre, so wie diese Woche, wo ich echt wenig arbeiten musste, dafür aber nichts tun konnte, weil ich die ganze Zeit im Bett gelegen habe oder auf dem Klo gesessen habe. Das ist eine tolle Beschäftigung. Ja, es ist fast so ätzend, ohne Mist. Ich habe Sonntagnacht keine Minute geschlafen, ey. Ich bin vom Klo ins Bett und vom Bett ins Klo gerannt, ey. Du hast nicht auf dem Klo geschlafen? Weil das unbequem ist, deswegen. Ja. Du musst putzen. Irgendwann gegen 6 Uhr morgens bin ich dann eingeschlafen. Im Bett. Ja, im Bett. Gut. Und nach 2 Stunden Schlaf wieder aufgewacht. Und danach hatte ich den ganzen Tag krassen Durchfall. Leckere Themen bei uns. Ja. Naja, auf jeden Fall. Wenn ich jetzt nächste Woche ja vielleicht wieder irgendwann gesund bin, obwohl ich jetzt schon weiß, dass ich vor nächste Woche Donnerstag sowieso kein bisschen Zeit wegen irgendwas habe, könnte man sich ja mal direkt dran setzen, weil das Bild sah schon ganz gut aus und es ist noch alles drin. Ja, ne? Finde ich auch gut, weil wir brauchen mehr Videos auf dem Kanal. Momentan retten wir uns ja gerade so durch. Durch die Aufnahme mit Hering und King Story und was weiß ich. Jeden Tag gerade so eins hinkriegen. Ja, dann stellt sich eigentlich nur die Frage, wollen wir eigentlich nachher noch ein neues Projekt anfangen? Ich weiß es nicht. Borderlands? Steht ja noch zur Diskussion, eigentlich, oder? Es ist nur überlegen, ob man den ersten Teil direkt den zweiten macht. Also ich würde den ersten Teil machen und dann den zweiten. Ich weiß nicht, wie lange der erste Teil geht. Aber können wir ruhig machen. Ja, ist doch egal. Hauptsache Spiel. Ja, wieso? Jetzt danke. Ernsthaft? Was wissen wir eigentlich für ein Wichser, Mingo, ey? Raus mit ihm. Der Mingo-Wichser. Ach, ich habe übrigens den Boka, wenn ihr den Namen vielleicht sogar was sagt. Aus dieser Ecke ist nichts geworden und der Gegner ist schon wieder am Ball. Ja, und weißt du, wie viel Ahnung ich von Fußball habe, Mann? Ist egal, weil das ist einer aus der ersten Liga. Das muss gut sein. Wieso hast du einen Erstligisten? Ich bin froh, wenn ich mal irgendwen aus der britischen Liga habe. Aus der britischen? Aus der britischen, ja. Die aus Großbritannien. Ich bin mal froh, wenn ich einen aus der dritten Liga habe, ey. Du musst mich nicht angreifen. Ist ja, ich versuch's. Natürlich wehren sie sich bei die wechseln hier gerade die ganze Zeit die Spieler. Das ist doch einfach. Und dann passt der da hoch, weißt du? Jetzt haben wir die 90. Minute. Das bedeutet, ich müsste mal ein Tor schießen, um meinem Ruf gerecht zu werden von der Arsch, der trotzdem gewinnt. Ich krieg immer die Tore in der 90. Minute. Jetzt kommt, geht doch an den Ball ran. Dein Torwart hat das noch nicht ganz verstanden, wie dieses Spiel abläuft. Den Ball sofort verarbeitet. Ein gutes Stellungsspiel des Verteidigers und deswegen kann keine Ahnung. War das Mingo, der sich da mit seinem Körper voll dagegen geworfen hat? Anscheinend nicht. Anscheinend war es mein scheiß Schuss, weil es Abschluss gibt. Mann, ich wollte doch heute keine Überlänge machen hier. Verlängerung. Tja, schon wieder ist es passiert. Ja, ich habe keine Auswechselspieler, also beschwer dich nicht. Doch, musste irgendwas auf der Bank sitzen haben. Ja, so 50er. Ich habe übrigens festgestellt, dass es, Moment, Verlängerung und Elfmeterschießen damals, dass Spieler auf dem Tauschstapel setzen gar nicht so doof ist. Ja, irgendwie kriegt man mehr Geld, oder? Wenn du so einen Silbern einfach so verkaufst, bringt das dir vielleicht 300 Münzen. Was? Höchstens so. Also ich habe vorhin einen für 200 verkauft und der war verletzt. War das ein seltener oder nicht? Ja. Achso, ja, dann klar, weil die normalen Silbern geben eigentlich so 40, 50. Das war sehr lustig. Ich habe den bekommen und der hat sich direkt verletzt im ersten Spiel. Das war wieder zu blöd. Da habe ich mir gedacht, den will ich gar nicht behalten, ey. Aber das war so, das war ein 74er ZOM, weißt du? Warum haust du den weg? Ja, weil es ein Arschloch ist. Weil der jetzt 5 Spiele lang verletzt gewesen wäre. 5! Mal abgesehen davon, dass es ein Kroate war. Ich wusste nicht mehr... Nein, aber er passt nicht so ganz. Das war halt ein ZOM, Alter. Ich habe englische Stürmer und englische Mittelfeldspieler. Wo will ich denn da einen Kroaten unterbringen? Ich kann ja Kroatisch sprechen. Ja, also, Danny, lern mal laufen. Was wollte ich denn gerade erzählen? Achso, ja. Ich meine, ich habe so immer so mindestens mal 200 für so einen Silber bekommen dann auf dem Markt. Ich meine, da gibt es halt Leute, die gucken sich genau nach bestimmten Nationalitäten um. Da kannst du echt wirklich Gott gut ein bisschen Geld machen. Boah, das ist ein... Wir spielen ja schrecklich. Wenn ich so an das letzte Mal denke, mit diesen 6-4 und was da noch alles rauskam. Tja. So, Doyle, du bist so, was meintest du vorhin zu mir? Umgrätschen? Umgrätschen? Nein, umgrätschen, das habe ich nur für deinen Gegenspieler gemeint. Weil du hast ja wirklich das Glück, dass sich die Leute... Ja, das ist der Hammer, ey. ...so fiese Taktik ausdenken. Ja, ich meine, es macht halt auch Sinn, weißt du, du hast ein schlechtes Team
spielst gegen schlechte Gegner, ja. Und ob du jetzt Gegentore oder nicht kassierst, ist egal, weil der Gegner hat dann halt vielleicht ein 70er Torwart oder so, aber du hast trotzdem noch einen 88er Stürmer. Das ist schon krass, dass der Spieler das nicht anzeigt. Du kannst dein Team aus 50ern machen und einen Top-Stürmer reinstellen. Ja. Du siehst das nicht in der Statistik. Ja, das ist mein Problem. Und alle Gegner, die ungefähr meine Stärke haben, die machen das gleiche, was ich mache. Sie verlassen das Spiel. So, das war die erste Halbzeit, ne? Mhm. Ich kann ja mal gucken, ob ich irgendwas zum Wechseln finde. Mal gucken, was habe ich denn hier so? Oh, ich bin aber jetzt gerade groß am Kommen. 59, 61, 62, 57, 61, 61, 61. Das ist ein Top-Schnitt. Zumindest muss sich keiner schlechter als dein Nachbar fühlen auf deiner Bank. Ich habe 3 Linksverteidiger, einen Innenverteidiger, einen Torwart und 2 ZDMs auf meiner Bank. Das ist alles, was ich noch habe. Wieso? Weil ich keine anderen Spieler mehr habe. Die anderen sind ja alle verletzt. Ich habe ja momentan meine komplette Auswechselbank im Spiel. Oh Gott. Ich warte mal mit meinem Angriff. Dankeschön. Weil ja halt einfach 5 Spieler bei mir verletzt sind. Also 6 eigentlich. Ich hatte mal 3 Stürmer, jetzt habe ich nur einen. Oh. Den habe ich gerade rumgesehen. Ja. Aber dein Torwart hat das gesehen, der ist gut, der ist über 60 und heißt nicht, wie hieß deiner damals? Keine Ahnung. Young oder so. Ja. Dass du das noch weißt. Ich kann mir aus irgendeinem Grund guten Namen merken. Sonst nix, aber Namen, jo. Was war das jetzt? Oh, da ist ein Grashalm. Wenn du jetzt aus der Entfernung einen Freistoß reinmachst, heul ich. Oh, das muss ich dann gerade mal testen. Die Entfernung, der Winkel. Von mir ist dann noch mit Käse zum Wein. Nein. Also er war eigentlich aufs Tor gelenkt. Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Das ist halt FIFA. Moment, du hast einen Ball. Tu es nicht. Okay, das war jetzt nicht die cleverste. Moment, warum gucke ich jetzt mit dem falschen Spiel? Weil das darf jetzt eigentlich nichts werden. Raus. Oh, wie kann man denn... Ich habe den Button nicht mal angetatscht und dann schießt der Wichser drüber, ey. Ja, was hatte denn jetzt der Torwart damit zu tun, dass meine Spieler übers Tor hinausschießen? Mal ja, wieder. Ich hab grad in der Hand gestorben. Was, echt? Ich könnte auf Pause drücken und nachgucken, aber das ist doch nicht... Nein! Willst du mich ver... Nein! Was war denn das für eine Aktion gerade? Der wollte klären und ja. Du hast von mir an den Kopf geschossen. Nein! Jetzt. Oh. Aha. Ich hasse Fußball. Ich auch jetzt. Der Verteidiger stand genau in der Schussbahn. So, und jetzt 5. Versuch. Ja, der hat irgendwie keine Lust gehabt. Es ist aber absolut eine Wiederholung wert, ja. Verstehe ich. Die 5 Meter am Tor vorbei, das ist schon. Was ist dem Fußball schon normal? Juhu. Geht im nächsten Stadion ins Tor rein. Achso, vielleicht war es wirklich ein Treffer. Deswegen auch dreimal wiederholt worden. Aber ich verstehe inzwischen, was du meinst, mit die Spieler gehen nicht zum Ball. Du kannst sie wirklich lenken, wie du willst. Der Typ steht auch im Ball. Ich bin ausgewählt, was mache ich jetzt? Und Flanke und Tor und gut ist. Hallo? Was war oder das denn? Ich spiele den sterbenden Schwan und mache eine Rolle aus dem Stand. Ich hatte vorhin... Hallo? Das war... Okay. Das war kein Foul, oder was? Alter, willst du mich verarschen? Natürlich nicht, ich hatte vorhin so eine lustige Szene, wo er dann, wo er Gegner kam und ich ungefähr 5 Spieler in meinem Strafraum spielen hatte. Ja, er hat den Ball reingekommen. Er hat 3 rausgespielt und 2 meiner Verteidiger standen einfach nur rum und haben sich mit den Händen an den Kopf gegriffen. Ich will nicht mehr in diesem Team spielen, ich bin jetzt auch. Ja, das waren halt, weil sie verletzt waren, aber voll krass. Ich hatte extra noch im Spiel geguckt, ja. Und ach du Scheiße, mit den Spielern, ey. Das ist Holly, der trifft eh nicht. Ey, jetzt komm. Wo ist der durch? Ganz souverän, ohne jedes Problem. So, Trizer schießt sowieso nach in die Mitte.
Fische geht daneben. Oder halt oben drüber. Das ist jetzt nicht gut, weil wenn du jetzt alles triffst, ist das nicht gut. Und das ist nicht gut. Ich bin ein Torwart. Ja, jetzt mach dir mal nicht in die Hose. Das waren schon meine zwei Besten. Ich muss aber trotzdem mal treffen. Das sieht schon wieder nicht gut aus. Oh Gott. Wo hast du denn für Elfmeterschießen geübt, Mann? Ich hab so viel im Kopf, dass ich jetzt lenken muss. Ich bleib jetzt mal stehen. Das ist ja auch nie lenkt bei mir. Was für ein Wichser, ey. Was ist das denn bitte? Wo ist denn das Grüne? Du solltest vielleicht irgendwann mal anfangen zu treffen, mein Freund. Ja, du musst jetzt treffen, dann warst du schon. Ja, ich weiß. Oh Gott. Oh, das gibt's doch einfach nicht. Was ein Wichser. Ja, keine Sorge, ich muss jetzt überhaupt... Macht es mir nur nicht so einfach, ja? ja. Was? Geil. Ich hätte übrigens nach links unten gelenkt. Ach ja. Herrlich, ich hab gewonnen. Um 11 Meter. Also Spiel 1 endet damit, dass ich viermal den Ball knalle. Hätte ich das gerade richtig gesehen, dass das eine Tor sogar nur, dass ich dich da angeköpft habe? Was? Keine Ahnung. Ich meine, ich muss gerade nochmal in die Wiederholung gucken bei mir. Das sah nämlich gerade so aus, als wäre mein 1:1. Hey, Torwart des Spieler des Tages. Spielhöhepunkte 1, Tor Ted, Parade, Tor. So, jetzt ich mal sehen. Ich hab einen Spieler, der heißt B.M.E.E. Ich nenne ihn ab sofort nur noch B.M.E. B.M.E. So, ja, das war mein ZTV, der mal im Tor stand. Ja, mein 1:1. Es wäre total daneben gegangen. Ich köpfe deinen Kerl am Arm an und von da aus springt der Ball ins Tor. Ja, Pech, Mann. Für dich. Wieso? Ja, weil das mein Tor war. Ach so. Was ein Scheiß, Wichser.